Paddeln ist das hier. Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich dir einen der schönsten Orte Deutschlands vorstellen. Den Spreewald. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Wir erwerben eine Sprache durch verständliche Inhalte. Das heißt, dass du am effektivsten Deutsch lernst, wenn du viel Deutsch liest und hörst. Und es ist sehr hilfreich, wenn das Niveau ein bisschen über dem liegt, was du bis jetzt kannst. Mit diesem Video bekommst du zum Beispiel ganz viele verständliche Inhalte. Der Spreewald ist gerade für Naturliebhaber ein sehr, sehr schöner Ort. Es ist ein flaches, feuchtes Gebiet im Südosten Brandenburgs. Brandenburg ist ein Bundesland in Deutschland, das Berlin ganz umgibt. Wie der Name schon sagt, fließt im Spreewald die Spree. Und die Spree ist ein Fluss, der durch Brandenburg fließt und auch durch Berlin. Der Spreewald ist, wie gesagt, ein flaches, feuchtes Gebiet. Genauer gesagt, es ist eine Auen- und Moorlandschaft, ja, also ein Sumpf. Die beste Möglichkeit, die Schönheit des Spreewalds zu sehen, ist es, eine Paddeltour durch den Spreewald zu machen, auf der Spree. Und paddeln ist das hier. Ja, man sitzt in einem Kanu und dann hat man ein Ruder in der Hand und dann paddelt man. Ja, und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Durch den Spreewald zu paddeln, das ist meine Vorstellung von einem schönen Urlaub, weil man sich bewegt, ja, man trainiert seinen Körper und man ist an einem sehr, sehr schönen Ort. Und man ist im Grünen, ja, es ist so wunderschön im Spreewald. Die Spree ist im Spreewald an manchen Stellen so flach, dass man auch starken kann. Ja. Starken heißt, dass man auf einem Boot steht mit einer langen Stange und diese Stange reicht bis auf den Boden, bis auf den Grund des Flusses. Ja? Die Stange reicht bis auf den Grund des Flusses und dann kann man sich mit dieser Stange von dem Grund abstoßen und so kann man sich auch fortbewegen. Das nennt man starken. Ja? Starken heißt, mit einer Stange sich vom Grund abzustoßen. Laut einer Sage, einem Märchen, einem Mythos, einer Legende, entstand der Spreewald dadurch, dass der Teufel ein großes Feld gepflügt hat. Ja? Laut der Sage hat der Teufel die Höllenochsen vor einen Pflug gespannt und hat den Acker gepflügt und in die Rinnen ist dann Wasser reingelaufen. Und so entstanden angeblich die Flüsse im Spreewald. In Wirklichkeit entstand der Spreewald in der letzten Eiszeit, als riesige Eismassen die Landschaft bedeckten. Diese Eismassen zermalten, also zerkleinerten Gesteine
Und deswegen ist alles sehr flach. Außerdem sammelten sich über viele Hunderte und Tausenden von Jahren das Schmelzwasser auf dem Gebiet, wo jetzt der Spreewald ist. Und deswegen ist es da so feucht. Der Spreewald ist ein Naturschutzgebiet. Das heißt, man versucht, die Natur zu schützen und man versucht, den Spreewald möglichst nachhaltig zu nutzen. Es gibt dort nämlich über 18.000 Pflanzen und Tierarten. Ein letztes interessantes Detail und dann ist Schluss. Der Spreewald ist auch sehr bekannt für seine Gurken. Die Spreewälder Gurken sind auch sehr berühmt. Das war's mit dem Spreewald. Ich hoffe, du fandest dieses Video interessant und unterhaltsam. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss! Eine kleine Bitte zum Schluss. Hattest du eine Idee oder eine Meinung, während du dieses Video geschaut hast? Nun, dann schreibe mir doch einen Kommentar in die Kommentare unten und sag mir, was dieser Gedanke war oder diese Meinung. Ja? Sag mir und allen anderen Leuten, was du gedacht hast und auch, was du über dieses Video denkst. Das hilft mir, weil ich dadurch Feedback bekomme und so einen Einblick gewinne, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und auch, was ihr so denkt. Okay? Das wäre total super. Scrolle jetzt einfach nach unten, schreibe deinen Kommentar und wenn du willst, hinterlasse auch Kommentare bei all den anderen Videos, die ich gemacht habe. Okay? Das wäre total super. Ich würde mich total freuen. Vielen Dank. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.